Hongkong 1936. 3 Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird in der britischen Kronkolonie eifrig geswingt. Zumindest im Intro des Adventures Lost Horizon von Animation Arts, den Machern des hochgelobten Geheimmarkts Tunguska. Wir haben uns eine erste spielbare Version angesehen. Während im Reich der Mitte alles in Ordnung scheint, spielen sich im entfernten Tibet dramatische Szenen ab. Richard, ein Leutnant der britischen Armee, erhält hier von einem tödlich verwundeten Mönch den Auftrag, einen ebenso mysteriösen wie übermächtigen Schlüssel in Sicherheit zu bringen, der in den falschen Händen eine Menge Unheil anrichten könnte. Ende dieser Barbaren gerät. Mit Barbaren meint der Mönch diese Herrschaften hier. Finstere Nazi-Schergen, die sich ganz in Indiana-Jones-Manier auf der Suche nach okkulten Waffen befinden, um ihre militärischen Pläne zu verwirklichen. Wie alle Figuren bewegen auch sie sich als Polygonmodelle durch die stimmigen, handgezeichneten Hintergründe. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung. Nicht nur bei der Rolle der Bösewichter orientiert sich Lost Horizon offensichtlich am klassischen Abenteuerfilm. In dieser Szene versucht der Held des Spiels, Fenton Paddock, ein unehrenhaft entlassener britischer Veteran, der schönen Barsängerin näher zu kommen. Die zumeist sehr gut gesprochenen Dialoge sind bewusst klischeehaft und nostalgisch gehalten. Ich nehme es als Kompliment. Die Zeit für ein Stelldichein ist für Fenton allerdings bald vorbei, da er es natürlich ist, der den eingangs gezeigten und mittlerweile als verschollen geltenden Richard seinen Freund aus der Zeit an der Militärakademie in den Bergen Tibets ausfindig machen muss. Entschuldigen mich bitte. Wow! Die Kleine ist aber wirklich mal eine echte Herausforderung. Zuvor muss er allerdings erst einmal eigene Probleme lösen. Hier haben ihn unfreundliche Zeitgenossen aufgrund eines beruflichen Disputs, zwecks Ertränken, in einem Sarg im Hongkonger Hafen versenkt. Natürlich entkommt er dieser Falle letztendlich und macht sich auf, die Vorbereitung für seine Reise in den Himalaya zu treffen. Abflug ist 2010. Erstmal bei Shen einen heben, aber erstens sollte ich mich in nächster Zeit nicht mehr in der Nähe des Triadenviertels sehen lassen. Und zweitens muss ich raus aus diesen nassen Klamotten. Also, ab nach Hause.